Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Block and Key. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Block and Key. Ihr seht hier schon einen Ausschnitt des Spiels. Die andere Perspektive zeigt noch etwas mehr und damit wisst ihr hoffentlich Bescheid. Vielleicht habe ich dadurch auch euer Interesse geweckt, weil dieses Spiel möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Ich sage was zum Aufbau. Ich zeige euch die Abläufe, die sind auch gar nicht mal so schwer und abschließend gibt es dann ein Fazit. Dieses Spiel gibt es schon ein bisschen länger, auch wenn hier deutsche Version steht, ursprünglich von Inside Up Games. Und jetzt habt ihr mehr Möglichkeiten, das Spiel zu erwerben. Es gibt eine Vorbestellaktion bei Skelly Games. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, könnt ihr auch direkt bei Skelly Games schauen, wenn euch das Spiel interessiert. Block and Key, ein Spiel vom Autor David van Drunen und Illustration Edu Walls. Boah, also richtig cool. Muss man wirklich sagen, absoluter Hingucker. Auch das Cover. Ich halte hier übrigens nur die Hülle, weil das ganze Material oder die Schachtel wird auch in diesem Spiel verbaut. Ist auch eine tolle Möglichkeit. Es ist ein Spiel, das geht ca. 20 bis 40 Minuten, steht hier auf der Seite, für 1 bis 4 Personen. Ist also auch eine Solo-Variante dabei. 14 Jahre steht jetzt hier wieder auf der Rückseite, ist dem Material und anderen Prüfungselementen oftmals geschuldet. Ich sage am Ende im Fazit nochmal was zu den einzelnen Angaben. Aber hier seht ihr auch schon mal, beziehungsweise bekommt ihr einen Blick und dann wisst ihr, was euch in diesem Spiel erwartet. Und damit steigen wir auch gleich ein in dieses Spiel, was natürlich in etlichen Sprachen schon in der Anleitung vertreten ist. Aber es scheint wohl nicht so einfach zu sein, was den Aufbau, die Abläufe angeht, weil zu jedem Bereich gibt es auch ein kleines Kurzvideo. Das könnt ihr euch gegebenenfalls sparen, weil ich werde euch jetzt die ganzen Bausteine bzw. Abschnitte hier in diesem Video vorstellen. Und das erste ist natürlich der Aufbau, wie man den hier auch deutlich erkennt. So, und ihr habt hier quasi die Schachtelunterseite, Rückseite, je nachdem, wie ihr sie verwendet. Das heißt, beide Schachtelelemente benötigt ihr. Und dann macht ihr einfach hier diese Bereiche rein, diese Pfeiler. Wichtig, die sollten auch gut unten halten. Das heißt, ihr müsst je nachdem noch ein bisschen drücken, aber nicht zu sehr. Aber dann hält es auch wirklich sehr gut. Und ihr merkt, ich kann das in der Hand halten. So sollte es dann auch bei euch sein und nichts verrutschen. Es fehlen allerdings noch die Bausteine. So. Ihr benötigt auf jeden Fall den großen Block und den setzt ihr abhängig von der Spieleranzahl auf die jeweilige Position. Spielt ihr nämlich zu viert, dann sitzt jeder vor einer Seite. Ihr habt praktisch die Perspektive hier. Das ist wichtig. Was mich verwirrt hat, war die Spieleranzahl zu dritt und zu zweit. Man sieht es allerdings hier an den Pfeilen. Eigentlich ist es deutlich beschrieben. Ich wollte es aber hier nochmal zeigen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich. Der Pfeil zu zweit sagt aus, dass eine Person hier sitzen muss, eine Person hier. Und zu dritt, das soll es dieser Pfeil in diesem Muster zeigen. Das heißt, eine Person sitzt hier und eine hier. Und jetzt fehlt nur noch diesen Block. Und diesen Block, nehmen wir an, wir spielen zu viert, den setzt man einfach hier drauf. Ja, fehlen noch die Bausteine. Jetzt schauen wir mal eine Ebene drunter, weil hier bedient man sich des Materials. Und ihr seht schon, die Bausteine, die befinden sich in so einem Säckchen. Sehr robustes Material. Also, so, ich weiß gar nicht, Plastik kann man nicht sagen. Also, sehr stabil, durchaus schwer. Die befinden sich in diesem Säckchen, auch richtig schön gemacht. Und aus dem Säckchen zieht ihr Bausteine und legt die auf die jeweiligen Positionen einfach hier drauf. Das habe ich bereits schon getan. Ja, und damit jeder auch gleich drei Bausteine bekommt, sucht man sich eine Reihe oder Spalte raus und nimmt sich praktisch immer drei Bausteine, also die komplette Reihe bzw. Spalte. Es wird dann wieder aufgefüllt, sodass jetzt hier ich beispielsweise schon diese drei Elemente vor mir habe. Es dürfen natürlich auch ein paar Karten nicht fehlen. Es geht nämlich um Aufträge. Es geht um die Sichtweise. Es geht um Aufträge, die ihr auf eurer Sichtweise erfüllen müsst. Das ist nämlich durchaus knifflig, natürlich auch ein bisschen abstrakt. Das heißt, ihr baut hier im Verlauf des Spiels gewisse Elemente und müsst dabei eure Aufträge erfüllen von eurer Sichtweise. Aber jeder hat eine andere Sichtweise. Und auch hier liegen die Karten schon parat, das heißt die Sonnenkarten, die Mondkarten, die etwas schwieriger sind. Und am Anfang gibt es auch solche Sternkarten. Und diese Sternkarten kann man gleich zur Seite legen, beziehungsweise jeder Spieler bekommt dann eine Mondkarte, eine Sonnenkarte und so zwei Sternkarten. Es fehlt noch die Enigma-Karte, also sozusagen die Farbkarte, weil jeder bekommt von diesen Enigma-Karten eine. Ihr seht es auch schon, da sind die vier Farben vertreten und eine davon nimmt man sich, beziehungsweise man mischt sie natürlich und bekommt dann eine solche Karte und legt sie sich vor sich ab.
spielt ihr nur zu zweit, dann legt ihr beispielsweise die restlichen zwei unbesehen zur Seite. Das heißt, Sternkarten, Enigma-Karten benötigt ihr gar nicht mehr und ihr habt dann so die Auslage vorbereitet. Das heißt, diese Elemente legt ihr vor euch ab. Ihr seht, denke ich, aus der anderen Perspektive, ihr habt hier eure Karten und hier sind dann auch gleich eure Aufträge. Das ist schwierig zu zeigen, aber ich denke, man erkennt es gut. Das ist quasi meine Farbe, für die es extra Punkte gibt. Und das ist die Sichtweise, um hier natürlich Karten abzuwerfen, die Punkte bringen, sofern ich das natürlich erfüllt habe. Wie gesagt, die Sichtweise, die bleibt natürlich mir überlassen. Sichtweise natürlich hier immer von dieser Seite, aber wie ich die Karte drehe, das bleibt mir überlassen. Und manche sind natürlich ein bisschen schwieriger, manche vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber am Anfang kleiner Tipp, nehmt euch erst einmal die Sonnenkarten, wenn ihr nachzieht. Ich erkläre es gleich, weil man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen an diese Perspektive. Und bereits am Anfang hat jeder auf diesen Stein eine andere Perspektive. Und damit komme ich zu den Abläufen. Und ihr wisst ja, die Abläufe erkläre ich am liebsten mit so einer Übersichtsblatt oder einer Übersichtskarte. Die fehlt hier, dachte ich mir, beziehungsweise der eine oder andere wird es vielleicht jetzt auf den zweiten Blick erkennen, weil alles, was ich machen muss, wie lange ich spiele, welche Aktionsmöglichkeiten haben, welche Regeln damit verknüpft sind, sind auf dieser Leiste hinterlegt. Und zwar auf jeder Seite. Ihr seht also hier, was man tun darf, was nicht. Und im unteren Bereich, ich hebe es nochmal kurz hoch, seht ihr hier die Aktionen. Die beiden Aktionsmöglichkeiten, um quasi seinen Zug auszuführen. Die Siegbedingungen stehen auf der Seite, abhängig von der Spielanzahl, die Karten. Oben Besonderheiten, das ist schon mal perfekt gelöst. Und damit können wir auch gleich einsteigen in die beiden Aktionen. Die erste Möglichkeit ist das Ausgraben. Wir gehen noch einen Stock tiefer. Ich bin also jetzt hier auf dieser Seite. Das heißt, ihr seht hier die Reihen und die Spalten. Und ihr nehmt euch quasi alle Blöcke von einer Reihe oder Spalte. Das heißt, hier beispielsweise oder hier. Füllt dann anschließend nach. Und die Blöcke nehmt ihr zu euch. Weil durch weitere Aktionen werdet ihr Blöcke ausgeben. Ihr braucht irgendwann Blöcke. Und die könnt ihr euch dann nehmen. Es wird immer aufgefüllt aus dem Säckchen. Aber denkt daran, maximal 7 Blöcke dürfen für euch liegen. Die zweite Möglichkeit ist das Einsetzen von Blöcken. Natürlich aus meinem Vorrat. Das heißt, ich nehme mir einen meiner Blöcke und platziere den hier drauf. Ich komme gleich zu den Einsatzregeln. Unter Umständen habt ihr dann gleich eine dieser Schlüsselkarten, dieser Keykarten erfüllt und könnt die dadurch natürlich ablegen. Weist die natürlich, zeigt die Mitspieler. Falls die jetzt nicht vertrauen, müssen sie nochmal zu euch kommen. Aber das funktioniert richtig gut, weil man sieht ja selber seine Perspektive und weiß dann selbst, ob man die Karte quasi erfüllt hat. Und bei den Einsatzregeln, ja, da könnt ihr euch jetzt wieder hier nach diesen Beispielen orientieren. Und wenn ich das jetzt hier oben gleich zeige, je nach Perspektive sieht man es, braucht ihr eigentlich nur diese Dinge dann quasi nachvollziehen bzw. euren Mitspielern erklären. Und dann könnt ihr schon quasi in das Spiel sofort einsteigen. Das erste, was man beispielsweise beachten muss, das heißt, ein Block kann überall, ihr seht es hier von der, ich glaube, von der oberen Perspektive sieht man es am besten. Ein Block kann quasi überall hier eingesetzt werden. Hier sind solche Raster, die muss man natürlich beachten. Und man setzt die beispielsweise auch über das Eck an. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das heißt, wenn es so an ein Eck dann anschließt. Man kann natürlich auch einen Block an so eine Seite oder so eine Fassade dann auch angrenzen, dann platzieren. Dann muss man allerdings darauf achten, dass dieser neue Block, den man platziert, höher ist als das, was bereits um diese Fassaden drumherum liegt. Und das wird am besten hier deutlich, wenn ihr hier dieses Beispiel nochmal anschaut. Übrigens in der Anleitung ist auch nochmal ein separates Beispiel dabei. Da wird es deutlich, das heißt, es muss einfach höher sein. Und diese Höhe müsst ihr beachten, dann dürft ihr es platzieren. Und hier mit Hilfe diesem Beispiel wird es auf jeden Fall deutlich. Ja, da ist ja nochmal was auf der Seite. Ja, man kann sogar Brücken bauen. Das ist richtig cool. Wenn es die Möglichkeit gibt, baut man natürlich gern eine Brücke. Und dieses Symbol auf der Seite, das hat uns am Anfang ein bisschen verwirrt, weil es ist ja eine Brücke. Das passt doch. Aber warum hier ist hier ein Totenkopf? Weil die Brücke, der Brückenkopf muss abschließen. Da darf nicht seitlich noch irgendein Teil dann rausschauen, also sichtbar sein. Deswegen ist hier noch ein Totenkopf dargestellt, weil dies darf nicht sein. Ihr dürft zwar eine Brücke bauen, aber dieses Seitenelement, das darf nicht rausschauen. Und wenn ich einen Block dann einsetze, wird dann einen Blick natürlich auf meine Karten werfen, dann muss ich natürlich schauen, ob ich mit diesem eingesetzten Block auch so eine Keykarte, so eine Schlüsselkarte erfüllen kann. Wenn das mir die Mitspieler nicht glauben, dann sollen sie hier auf die Seite kommen und hier aus meiner Perspektive dann schauen. Und die Perspektive ist natürlich wichtig, aber auch, dass der eingesetzte Stein dann mit dabei ist, um quasi diesen Auftrag zu erfüllen. Und anschließend, ja, füllt ihr wieder Karte nach. Das heißt, ihr nehmt euch wieder eine Karte, die erfüllte, die legt ihr zur
zur Seite und wählt wieder aus. Nehme ich Sonne oder nehme ich Mond? Wie viel traue ich mir zu? Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von den Punkten. Aber ich nehme dann quasi wieder eine dieser Karten aus dem unteren Stock als weitere Karte zu mir. Doch wann endet das Spiel? Ja, ich schaue wieder natürlich hier auf diesen Bereich. Ihr seht hier die Seitenelemente. Da wird auch gut ersichtlich, wann das Spiel endet. Nämlich abhängig, wenn eine gewisse Anzahl von erfüllten Aufträgen auf der Seite liegen. Und dann ist jeder noch einmal am Zug. Und dann zählt man die Punkte. Aber die Enigma-Karte darf natürlich auch nicht fehlen. Weil man schaut natürlich, wie viele Flächen man hier belegt hat. Aber das Ergebnis wird natürlich viel zu hoch. Deswegen teilt man dieses Ergebnis, diese Flächen, abhängig von der Enigma-Karte. Bei mir ist ja diese Farbe, also dieses Weiß, diesen Gesamtwert an diesen gesamten Flächen, den teilt man durch 3. Und die Punkte von den erfüllten Karten und natürlich von der Enigma-Karte, also Wert durch 3, den addiert man zusammen. Und wer dann die meisten Punkte hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Block and Key. Ja, das Cover ist schon wow. Also das ist schon richtig gut. Also das ist ein absoluter Hingucker. Und jetzt natürlich, wenn man das dann sieht, es gibt es ja quasi schon in einer deutschen Version. Und jetzt über Skelly Games. Das heißt, jetzt habt ihr mehr Möglichkeiten, das Spiel zu bekommen. Ist nur die Frage, gefällt es euch? Wenn man das so sieht vom Material, vom Cover, dann kann man wirklich sagen, super. Das Einzige, wo ich ein bisschen Probleme gehabt habe, war die Anleitung. Die war wohl ursprünglich auch vom Verlag Inside Up Games. Wie gesagt, das Spiel gibt es ja mittlerweile auch jetzt stärker vertreten im Handel. Dank Skelly Games. Das ist das Einzige. Da sind ein paar Elemente dabei, wo ich wirklich dann nochmal nachlesen musste, wie ist denn das gemeint. Wahrscheinlich hat sich deswegen der Verlag Inside Up Games ursprünglich gedacht, dann machen wir zu jedem Bereich dann ein kleines Video, um das vielleicht nochmal deutlicher zu erklären. Nichtsdestotrotz, ich denke, aufgrund meiner Hinweise, aufgrund des Aufbaus, Ablaufs, wisst ihr, denke ich jetzt, wie das Spiel funktioniert. Ansonsten könnt ihr die ein oder andere Passage, insbesondere das ein oder andere Beispiel, nochmal vorlesen bzw. durchlesen, weil bei diesem Spiel nach 5 Minuten Vorbereitungszeit ist er da sofort dabei. Material top, da kann man wirklich nichts sagen. Spielerisch, es ist ja angegeben für 1 bis 4 Personen. Solo-Möglichkeiten gibt es über eine gewisse Anzahl von Runden. Selbst gespielt habe ich es nicht, aber in unterschiedlicher Personenanzahl haben wir es absolviert und es funktioniert unabhängig. Ob man zu zweit spielt, dann sitzt man übers Eck, zu dritt, zu viert, das hat bisher in allen Partien gut funktioniert. Was natürlich resultiert bei mehr Personen, dass hier das eine oder andere Objekt oder der Block vielleicht stärker verbaut wird, wie es mir vielleicht lieb ist, um meinen Auftrag vielleicht in meinem Zug durch den passenden Block zu erfüllen. Das ist das Einzige. Zu zweit also viel mehr Taktik dabei. Es kommt aber auch hinzu, ist ja quasi auch ein abstraktes Spiel. Ob euch diese Art und Weise gefällt, weil es ist schon was Besonderes. Natürlich habe ich Karten vor mir und muss die dann abbilden. Blöcke muss ich bauen, ich baue Brücken. Man muss das natürlich auch erkennen. Das fällt dem einen oder anderen, was ich auch erlebt habe in unseren Gruppen, ein bisschen schwieriger reinzukommen. Das ist natürlich die Art und Weise dieser Spielweise, weil man natürlich die Blickrichtung braucht und natürlich abschätzen muss, wie kann ich bauen. Achte ich auch auf die Höhe, wenn ich Blöcke Fassade an Fassade dann errichte, beziehungsweise übers Eck. Wo verdecke ich was? Wo will ich was verdecken? Wo will ich nichts verdecken? Gleichzeitig habe ich ja noch meine Enigma-Karte. Also es bietet mehr taktische Tiefe, als man vielleicht denkt. Also jetzt nicht so hoppla hopp gleich so gespielt in 10 Minuten, das ist es nicht. Das zur Personenanzahl. Es steht dabei 20 bis 40 Minuten. Eine halbe Stunde. Länger spielt man nicht. Länger haben wir bisher nicht gespielt. Es sei denn, es sind wirklich solche Grübler bei euch am Tisch, die sich jeden Stein über viele Minuten überlegen, wie man die platziert. Ja, dann wählt halt eine andere Aktion oder nehmt euch Blöcke. Bis zu 7 Blöcke darf man ja vor sich haben. Ich denke aber, aufgrund der Infos, aufgrund des Videos, könnt ihr das für euch dann abschätzen. 14 Jahre steht hier dabei. Das ist oftmals natürlich gewissen Prüfungen, Spielmaterialprüfungen, anderen Komponenten dann geschuldet. Das steht ja mittlerweile bei fast allen Spielen drauf, nicht alle, aber sehr viele Spiele steht es dann drauf. Das verwirrt immer mehr aus meiner Sicht. Hier ist eine Empfehlung durchaus, das können schon 8-9-Jährige spielen. Die sind pfiffig, je nach Erfahrung, aber auch mit so einem Spiel, da ist man sofort drin. Ist ja ein absoluter Hingucker, ist ja fast schon ein Deko-Element, was man vielleicht im Wohnzimmer auf die Seite dann stellt. Bleibt natürlich euch überlassen. Spielerisch, also speziell, mir gefällt es, mir macht Spaß. Ich bin aber auch, ich schaue immer da hoch, großer Fan von abstrakten Spielen. Ich spiele ja so
sowieso fast alles, nicht alles gern, aber ich bin Fan von abstrakten Spielen, weil die verlieren über Jahre, Jahrzehnte nicht an Reiz. Das sind die Spiele, wo sich bei uns auch wirklich sehr, sehr lange halten, über 30, 40 Jahre unter Umständen, sei denn ein paar Klassiker sind dabei, aber diese abstrakte Spiele, die halten sich. Und hier hat man das wirklich schön gemacht, sehr edel gemacht aus meiner Sicht. Und jetzt habt ihr natürlich dank Skelly Games die Möglichkeit, das, ja, wie soll ich sagen, besser im Handel zu erwerben, als es vielleicht beispielsweise bei Inside Up Games der Fall war. Oft mal nur auf Messen, aber jetzt durch Skelly Games auf der Homepage als Vorbestellmöglichkeit. Beziehungsweise je nachdem, wann ihr das Video schaut, direkt bei Skelly Games, da müsst ihr mal schauen. Wie groß die Auflage ist, weiß ich nicht. Kann jetzt nichts dazu sagen. Müsst ihr auch schauen, was den Preis angeht, aber es ist wirklich hochwertig. Da kann man nichts meckern. Tolles Cover und da wünsche ich mir sogar mehr. Also da bin ich mal wirklich gespannt. Illustration Edu Walls oder Walls, das ist echt klasse gemacht, aber auch den Autor nochmal an dieser Stelle erwähnen, das ist der David bzw. David van Drunen. Ja, das zu allen Informationen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich meine, es war sogar schon 2022 auf der Messe zu sehen, also auf der Spielemesse, bei dem Verlag direkt natürlich, aber jetzt natürlich durch ein neues Netz viel mehr Möglichkeiten, könnt ihr direkt beispielsweise auch bei Skelly Games dann schauen. Ja, das zu allen Informationen. Ich habe schon wieder Lust zu spielen. So eine Art oder eine spezielle Art von Spiel. Mir gefällt's. Ich bin auch durchaus gut in dem Spiel, um jetzt auch mal was Positives zu meiner Seite am Ende zu erwähnen. Aber wenn ihr Lust habt, vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, auf der Messe das zu testen. Gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle, ansonsten diverse Shops oder beim Händler. Je nachdem findet ihr das sicherlich dann auch. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.